aus dem Raster. Schön, dass Sie hier sein können. Wir müssen noch ein bisschen warm werden, haben wir das Gefühl. Können, Sie sagen können. Das kriegen wir hin. So, ich bin hier mal wieder bei den Fanräumen und in den Fanräumen ist heute ein G20 Soli-Konzert, wo einige Bands weit angereist sind. Wie zum Beispiel Verfassungsschutz. Ja. Hallo. Die Dogs. Ja, hi, servus, grüß euch. Habt ihr schon öfters in Hamburg gespielt? Ja, schon diverse Male. Also beim Hafengeburtstag haben wir mal gespielt, im Menschenzoo, Gängeviertel. Grüner Jäger auch, war auch mal so ein Soli hier für die Fanräume. Ja, man ist eigentlich immer gern hier, weil es sind coole Leute hier und auch immer gute Aktionen, eben wie heute das G20 Soli-Konzert. Also ihr seid allein für das Konzert hochgefahren quasi? Fast, also wir haben zwei Konzerte, also heute Hamburg, morgen Potsdam. Ruhe auf den billigen Plätzen da hinten. Er ist kein Musiker, er ist nur der Bassspieler. Der Wastl sagt, wir wollen nur Autos anzünden. Bayerische Krawalltouristen. Okay. Habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, oder? Die bayerischen Polizisten sind ja so gerne hier auf Krawalltourismusurlaub. Ja, ich hab schon gehört, bayerische Polizisten sind ein bisschen strenger gegenüber bunten Haaren im Auto oder sonst wie was. Nee, die bayerischen Polizisten gehen gerne auf den G20-Gipfel und werfen mit Flaschen auf Polizisten von Hamburg. Oder was bedeutet denn der Name Dogs?
Ja, die Dorks, das habe ich einmal irgendwann aus dem englischen Slang eigentlich aufgeschnappt. Das heißt eigentlich die Vollidioten, die Trottel. Ich weiß nicht, ob es irgendwer kennt. Es gibt auch von den Toy Dolls ein Album, das heißt Dorkmania. Und das war damals halt so, ja, so ein Impuls. Und haben wir gedacht, ja, passt doch gut für eine Punkrock-Band. Deswegen, ja, und so ist es bis heute geblieben. Okay. Wie ist es denn ansonsten so mit der bayerischen Punk-Szene? Von der hört man gibt's nicht. Am Arsch! Gibt's nicht. Ja, es gibt eigentlich nur vereinzelt Leute, sage ich mal, die sich jetzt in Bands oder Aktionen organisieren, und das ist nicht so, wie man sich jetzt in Großstädten wie Hamburg oder Berlin vorstellt. Da wohnt man schon einige Kilometer auseinander, vielleicht mal 20, 30 Kilometer oder auch mal eine Stunde, und es ist eigentlich auch ganz normal, dass man da ein bisschen weiter halt fährt, um sich zu treffen. Nicht so wie in Berlin, nur von einem Kiez in das andere, ne? Dafür hat man immer wieder mal schöne Punkkonzerte mitten im Wald. Okay. Ja, wir sind Loser Youth und das Lied heißt. Das Lied heißt von. Das Lied handelt von Lars und das heißt Mercedes brennt. Gefahrengebiet, und es handelt davon, dass alles scheiße ist. Ihr habt ja auch, weil Bayern der dann auch speziell ist, eine Doku gemacht über dort die Szene von den anderen sozusagen, also über die Neonazi-Szene in Bayern. Das hat der Martin. Du meinst jetzt gemacht. Unseren Film, da müssten wir eigentlich unseren Sänger jetzt mal ans Mikro holen, den Martin. Der hat da eine ganz, ganz einen coolen Dokumentarfilm zusammen mit der Stadt Burghausen gemacht. Und Ich finde es eigentlich schon ganz wichtig, dass er dazu was sagt, dass es eigentlich ein cooler Film geworden ist. Ja. Hallo erstmal. Ich wusste nicht, ob Sie es schon wussten, ne? Nee, ich habe einfach in Zusammenarbeit mit unserer städtischen Jugendpflege haben wir über 2-3 Jahre einen Film gemacht, wo wir uns mit dem Mythos der sogenannten Stunde Null auseinandersetzen, wo ja behauptet wird, dass am 8. Mai 1945 sind alle Nazis verschwunden, und dem ist halt, wie man aktueller denn je sieht, nicht so. Und ja, die Doku versucht so einen kleinen Abriss über aktuelle, vergangene Geschehnisse etc. Es ist so ein Jugendding eigentlich eher so. Wenn man jetzt Interesse hat an dieser Doku oder die mal ja noch zeigen möchte, wie bekommt man die denn dann?
am Dorks-Merch, weil die Dorks, die Dorks haben extra den wahnsinnig tollen Titelsong geschrieben. Ich muss ein bisschen Werbung machen. Man kann auch für viel Geld wenig Film kaufen bei uns. Eigentlich sind so viele. Was? Viel? Komplett teuer für die Jugendarbeit. Für den Zweck? Spaß beiseite, der Film ist rein auf die Produktionskosten. Da kostet die DVD kostet 4 Euro. Die Erlöse fließen eigentlich alle bei uns in die städtische Jugendarbeit, weil wir in Burghausen doch tatsächlich noch sehr gute auch antifaschistische Jugendarbeit leisten können, weil wir so ein kleines gallisches Dorf in der bayerischen Provinz sind, wo es tatsächlich kein CSU-Bürgermeister gibt und von dem her ist das da noch... Das darf man heutzutage leider... Von der Cholera. Vom Pest zu Cholera. Heutzutage darf man das nicht mehr so laut sagen, aber es ist tatsächlich in Bayern immer noch die SPD im Gegensatz zur CSU sowas wie die Linkspartei. Ja, das glaube ich auch. Ja, also... Also in Bayern ist die CSU ja nicht, jetzt da ist die AfD. Ja, vor allem ist es ja wirklich so, wenn du bei uns in die Gemeinden oder so guckst, da hast du halt wirklich nur die Wahl zwischen Pest und Cholera und bei manchen, wenn sich die hier für einen Gemeinderat aufstellen lassen, dann sind das nur irgendwelche CSU-Mitglieder, vielleicht noch SPD-Mitglieder, aber das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Genau, Freie Wählergemeinschaft, sowas gibt es dann noch, aber da muss man auch aufpassen, da sind auch manchmal Rechte mit dabei. Ist mit Vorsicht. Trachtlern. Ich habe berufsmäßig öfters was mit denen zu tun. Also bei uns im Trachtenverein, die sind durchaus sehr weltoffen. Bei den Trachtlern selber natürlich sind ein paar heimatverliebte Idioten dabei, aber im Großen und Ganzen, mei, die pflegen ihre Traditionen und das war's. Also, nein, die machen bei uns sehr viel auf international. Man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren. Nee, jetzt im Ernst. Nur weil wer eine Tracht anzieht, muss er noch kein Faschist sein. Ja, also... Das ist ganz im Ernst. Nur weil er eine Tracht anzieht, muss er noch kein Faschist sein. Und man muss nicht alle über einen Kamm scheren. Und es gibt natürlich positive oder negative Traditionen. Aber... Also wenn es da um integrative Veranstaltungen geht. Nein, das spricht nichts dagegen, solange die einigermaßen weltoffen sind und es nicht irgendeine braune Kackscheiße da, von sich geben, ne? Dann spricht er da. Das ist ja überall so. Ist ja bei St. Pauli genauso. Gell? Da kannst du dich auch einen Fan geben, der eine Scheiße erzählt und es gibt coole Fans. Das ist auch bei Schützenvereinen, keine Ahnung, das ist doch überall so. St. Pauli-Fans sind wieder. Es gibt St. Pauli-Fans mit Lederjacken. Der Punker mit Lederjacke ist auch eine Tracht. Ja. Ist auch eine Uniform, ist auch eine Tracht. Also.
Ist doch so. Ja. Ja, also, ich glaube tatsächlich, das Problem ist so individuell wie die Personen, die so eine Scheiße anziehen. Also ich gehöre eher zur Fraktion, der eine sehr ausgeprägte Trachtenphobie hat, genauso wie Bierzeltphobie und sonstige Volksfestphobien. Naja, gibt solche und solche, ist tatsächlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Vollidioten in Lederhose erwischt, ist sehr hoch. Ja, da kann ich eigentlich gleich was dazu sagen. Also wir gehen eh schon wieder, ja, wir sind ziemlich sportlich eigentlich, so gehen so alle 2 Jahre ins Studio. Haben vor 2 Jahren eigentlich erst ein neues Album rausgebracht, die Urlaub in der BRD. Und ja, im März ist es eigentlich wieder soweit, machen eine neue CD. Vinyl natürlich auch für die ganzen Sammler. Viele haben ja auch Vinyl gern, ich selber habe auch einen Plattenspieler. Hab mal ein bisschen... Hat man halt was Schönes diese in der Hand. Diese Protz-Bayern! Genau. Machen natürlich beides. Leider muss man auch mit dem Online-Zeitgeist mitgehen und das Ganze ins Internet stellen. Aber naja, wer gerne mal reinhören will, der kann das natürlich auch gerne machen. Jo, bitte. Mega geil von euch, dass ihr den Micha heute bei dieser tollen Veranstaltung unterstützt und so zahlreich besucht habt, um die G20 Betroffenen zu unterstützen. Eure Solidarität ist gefragt. Viel Spaß. Thank you.
Straßen zurück.